Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde von Lusamoi, in den vergangenen Jahren sind Sie immer an einem der Adventssonntage in großer Zahl auf den Domberg gekommen, um das Lusamoi-Konzert zur Weihnachtszeit mitzufeiern. In diesem Jahr geht das nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie wir es gewohnt sind. Und das viele, was nicht geht und was nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind, lässt uns Fantasie und Kreativität entwickeln. So auch hier. Wir haben uns mit Lusamoi was Neues ausgedacht. Lusamoi wird extra für Sie spielen, im Dom. Dafür habe ich den Dom gerne zur Verfügung gestellt. Das ist kein Konzert aus der Konserve. Das ist live am zweiten Adventssonntag im Dom für Sie aufgezeichnet. Lusamoi bleibt und wir machen mit. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Advent und eine frohe, zuversichtliche Weihnachtszeit. Ein herzliches Willkommen hier aus dem Freisinger Dom. Dieses Jahr ist alles anders. Für jeden von uns weltweit. Wer hätte das beim letzten Weihnachtsfest nur annähernd gedacht?
Wie selbstverständlich saßen wir bei unseren Familien mit den Kindern, Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten. Die Feiertage waren durchgeplant und voller Zuversicht und mit einer ganzen Liste an Plänen haben wir Silvester gefeiert. Wir als Lusamoi haben das Jahr in zwei unvergesslichen Neujahrskonzerten mit knapp 2000 Gästen begonnen. All das ist im Moment unvorstellbar geworden. Und das tut auch ein bisschen weh. Es ist auch jetzt ungewohnt, in eine Kamera zu sprechen und eben nicht in so viele zufriedene Gesichter zu schauen und in der ganzen Atmosphäre, die wir über Jahre gewohnt waren, eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Das fehlt uns. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an die Texte aus den Adventkonzerten der vergangenen 2 Jahre. Im Schlussgedicht von Rilke hieß es in der 2. Strophe: Wenn ich dich nicht sehe, mach mein Vertrauen groß. Und wenn ich dich manchmal so gar nicht verstehe, lass du mich bitte schön, mein Gott, nicht los. Nun kommt unsere Generation zum ersten Mal an einen Moment im Leben, der völlig ungeplant über uns hereinbrach. Eine Situation, die wir eben nicht mehr problemlos im Griff haben. Eine Phase, in der Politik und Wissenschaft in ein ungewolltes Spannungsverhältnis geraten und wo Kirche und Religion zu einer echten Herausforderung wird. Und genau in diesem Moment werden viele von uns mit ihrem eigenen Glauben oder Weltbild zum ersten Mal ernsthaft konfrontiert. Zum ersten Mal wird es in ein paar Tagen eine wahrlich stille Nacht werden. Zum ersten Mal wird die Frage nach dem wahren Sinn von Weihnachten für meine Generation wirklich brennend. Und zum ersten Mal ist an Weihnachten weltweit eben alles anders, ob wir wollen oder nicht. Daher bewegt mich diese Gedichtstrophe von der Bitte um Vertrauen in den, der für uns als Retter und Erlöser zur Welt gekommen ist, so stark wie nie zuvor. Egal, was um uns herum passieren wird, auch in diesem Jahr machen wir uns im Advent auf den Weg, bewusst oder unbewusst. Und auch in diesem Jahr wird Weihnachten kommen. Welche Bedeutung es für jeden Einzelnen von uns hat, ob wir die Türen öffnen oder nicht, ob wir ihm trotz unserer Ängste, Fragen und Zweifel unser Vertrauen zur Krippe tragen, bleibt jedem von uns selbst überlassen. Aber machen wir uns auf den Weg. Die Zeit, die ist keine Ruhe.
zum Menschen gehen, zu finden dort Wärme und Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ein Lied mit einer fast 400 Jahre alten Geschichte. Aber der Text ist uns eigentlich so nah. Er ist vollgepackt mit dem Vertrauen auf einen Gott, den wir uns heute bei allem technischen Fortschritt, bei so vielen Krisenherden, bei den zunehmenden Klimakatastrophen und Kriegen und nicht zuletzt in dieser Pandemie so schwer erklären können. Aber die Suche nach den Antworten auf die vielen drängenden Fragen bleibt. Traugott Schächtele hat dazu einen wunderbaren Text mit dem Titel Suchaktion geschrieben. Wo ihr sucht, werdet ihr ihn nicht finden. Eure Krippen sind zu komfortabel und eure Armut ist zu anspruchsvoll. Ihr habt die Hirten aus dem Stall vertrieben und die Geschenke der Weisen an euch genommen. Aus der Absteige
habt ihr ein Apartment gemacht und dabei übersehen, dass er längst in einen anderen Stall gelegt wurde. Aber Ställe sind euch zu schmutzig. Ihr müsst euch auf den Weg machen, in die Altenheime und Krankenhäuser, wenn es wieder möglich ist, in zerstrittene Familien, in Flüchtlingslager nach Afghanistan oder nach Syrien. Die einzigen Engel, die dort singen können, seid ihr. Und für die Wärme müsst ihr schon selber sorgen. Dann werdet ihr sehen, wo er wirklich liegt und ihm das geben, was er wirklich braucht. Er hat zu viele Gesichter, als dass ihr ihn nicht kennen könnt. Wo ihr ihn aber jetzt sucht, werdet ihr ihn nicht finden. Oh,
in dulci jubilo nun singet und seid froh. Unseres Herzens Wonne liegt in Presidio und leuchtet als die Sonne Matris in Grimio. Alpha ist der O. Jubilo. Wieder ein Lied der Freude, des Vertrauens und der Zuversicht. Hoffentlich konnten wir euch diese Stimmung mit unserer Version vermitteln. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ihr zu Hause am Bildschirm sitzt. Vielleicht habt ihr es euch gemütlich gemacht. Möglicherweise am Adventkranz, vor dem Kaminfeuer oder zumindest mit einer Kerze. Bestenfalls noch mit einer Tasse Tee, Glühwein und Lebkuchen. Ihr friert heuer zumindest nicht. Und das Sofa ist sicherlich ein bequemerer Platz als hier in den harten Kirchenbänken. Die Sicht ist so gut wie nie. Kein großer, breitschulteriger Mann, der euch die Sicht versperrt. Kein langes Anstehen vor dem Konzert draußen in der Kälte und keine Parkplatzsuche im Vorfeld. Lasst es euch einfach gut gehen und genießt einfach mit uns zusammen diese Stunde. Und dennoch fehlt die Gemeinschaft. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch irgendwann wieder sehen dürfen. Und so hoffen wir jetzt einfach das Beste für das kommende Jahr. Voller Vorfreude, Vertrauen und Zuversicht eben. Denn ein Licht, entzündet in der Nacht, begann in einem Stall zu leuchten und hat den Menschen das gebracht, was du und ich, was alle bräuchten. Es brachte Hoffnung in die Welt. Es brachte Hoffnung zu den Hirten und einen Stern ans Himmelszelt, dass Suchende sich nicht verirrten. Darum lasst uns gehen zu dem Licht. Lasst uns den Weg zum Stalle wagen und wenn es uns leuchtet, warte nicht, es auch zu anderen zu tragen. Thank you.
mein Heiland auf mir. Wir singen ein Lied, dem Liebling den Glauben. Du magst ja nicht schlafen, ich hör dich nur. Ei, 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 schlaf süße jetzt, liebes Kind. Thank you.
geschaffen war. Ein Engel mir die Botschaft brach. Des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh. Zu Bethlehem, mein Kindelein. Des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh. Des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh, des bin ich froh. Eine Geschichte, die uns in den vielen Jahren selbst sehr ans Herz gewachsen ist, darf auch heuer nicht fehlen. Die drei Gestalten. Die vornehmen Leute aus dem Osten hatten den Stall und die Krippe noch nicht lange verlassen. Da trug sich eine seltsame Geschichte in Bethlehem zu, die in keinem Buch verzeichnet ist. Wie die Reitergruppe der Könige gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei merkwürdige Gestalten dem Stall. Die erste trug ein buntes Flickenkleid und kam langsam näher. Zwar war sie wie ein Spaßmacher geschminkt, aber eigentlich wirkte sie hinter ihrer lustigen Maske sehr, sehr traurig. Erst als sie das Kind sah, huschte ein leises Lächeln über ihr Gesicht. Vorsichtig trat sie an die Krippe heran und strich dem Kind zärtlich über die Wangen. »Ich bin die Lebensfreude«, sagte sie. »Ich komme zu dir, weil die Menschen nichts mehr zu lachen haben. Sie haben keine Freude mehr am Leben. Alles ist so bitter ernst geworden.« Dann zog sie ihr Flickengewand aus und deckte das Kind damit zu. »Es ist kalt in dieser Welt. Vielleicht kann dich der Mantel des Clowns wärmen und schützen.« Darauf trat die zweite Gestalt vor, und wer genau hinsah, bemerkte ihren gehetzten Blick und spürte, wie sehr sie in Eile war. Als sie aber vor das Kind in der Krippe trat, schien es, als falle alle Hast und Hektik von ihr ab. »Ich bin die Zeit«, sagte sie und strich dem Kind zärtlich über das Gesicht. »Eigentlich gibt es mich kaum noch. Die Zeit, sagt man, vergeht wie im Flug. Darüber haben die Menschen aber ein großes Geheimnis vergessen. Zeit vergeht nicht,
Zeit entsteht. Sie wächst überall dort, wo man sie teilt. Dann griff die Gestalt in ihren Mantel und legte ein Stundenglas in die Krippe. Man hat wenig Zeit in dieser Welt. Diese Sanduhr schenke ich dir, weil es noch nicht zu spät ist. Sie soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du immer so viel Zeit hast, wie du dir nimmst und anderen schenkst. Dann kam die dritte Gestalt an die Reihe. Sie hatte ein geschundenes Gesicht voller dicker Narben, so als ob sie immer und immer wieder geschlagen worden wäre. Als sie aber vor das Kind in der Krippe trat, war es, als heilten die Wunden und Verletzungen, die ihr das Leben zugefügt haben musste. Ich bin die Liebe, sagte die Gestalt und strich dem Kind zärtlich über das Gesicht. Eigentlich heißt es, ich sei viel zu gut für diese Welt, deshalb tritt man mich mit Füßen und macht mich fertig. Und während die Liebe so sprach, musste sie weinen und drei dicke Tränen tropften auf das Kind. Wer liebt, hat viel zu leiden in dieser Welt. Nimm meine Tränen, sie sind wie das Wasser, das den Stein schleift. Sie sind wie der Regen, der den verkrusteten Boden wieder fruchtbar macht und selbst die Wüste zum Blühen bringt. Da knieten die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe vor dem Kind des Himmels. Drei merkwürdige Gäste, die dem Kind ihre Gaben gebracht hatten. Das Kind aber schaute die drei an, als ob es sie verstanden hätte. Und plötzlich drehte sich die Liebe um und sprach zu den Menschen: Man wird dieses Kind zum Narren machen. Man wird es um seine Lebenszeit bringen und es wird viel leiden müssen, weil es bedingungslos lieben wird. Aber weil es ernst macht mit der Freude und weil es seine Zeit und seine Liebe verschwendet, wird die Welt nie mehr so wie früher sein. Wegen dieses Kindes steht die Welt unter einem neuen, einem guten Stern, der alles andere in den Schatten stellt. Darauf standen die drei Gestalten auf und verließen den Ort. Die Menschen aber, die all das miterlebt hatten, dachten noch lange über diese rätselhaften Worte nach. Thank you.
Hallelujah.
Jetzt stehen wir eigentlich mittendrin, an der Krippe, dort, wohin sich viele von uns Jahr für Jahr auf den Weg machen. Das ist vielleicht nicht mehr die Mehrheit in unserer Bevölkerung, aber ich habe das Gefühl, die Suche nach dem wahren Sinn von Weihnachten wird bei vielen von uns immer größer. Und ich bin fest davon überzeugt, so viele von euch sind Glücksbringer und Lichtträger in unserer Gesellschaft. Wir alle müssen diese weihnachtliche Botschaft wieder mehr verkünden und uns nicht von Angst bestimmen lassen und dadurch vieles andere schlecht reden, sondern Vorbild sein. Ich wünsche uns, wieder Mut zu unserem Glauben zu stehen. Mut, auf den anderen zuzugehen und das Fremde zu suchen, um für ein friedliches Miteinander zu leben. Mut, uns auch im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder respektvoll für eine gesunde und umweltfreundliche Welt einzusetzen. Und vor allem wünsche ich uns gerade in diesem außergewöhnlichen Jahr den Mut, schwierige Zeiten und traurige Momente auszuhalten, immer im Vertrauen auf die Liebe Gottes. Und so möchten wir uns bei euch allen ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Stunde für uns bewusst Zeit genommen habt. Über jede Unterstützung und kleine Spende freuen wir uns sehr und können damit unserem gesamten Technikteam, welches für euch dieses Konzert völlig unentgeltlich ermöglicht hat, wenigstens eine kleine Aufwandsentschädigung geben. Wir wissen, diese jahrelange Verbundenheit zu euch allen sehr zu schätzen, wenn auch diesmal nur über den Bildschirm. Ich hoffe, wir konnten euch dennoch eine kleine Freude machen. Und so lasst uns alle gemeinsam zuversichtlich bleiben und vor allem gesund. Und lasst uns eines nicht vergessen. Wie auch immer wir in diesem Jahr den Heiligabend feiern werden, es wird im wahrsten Sinne eine stille Nacht. Aber die Bedeutung von Weihnachten bleibt die gleiche. Vielleicht schaffen wir es, dass das Vertrauen in den, der für uns Mensch geworden ist, trotz dieser schwierigen und entbehrungsreichen Monate wächst. Und so möchte ich euch am Ende noch das ganze Gedicht aus den letzten beiden Jahren mitgeben. Vielleicht denkt ihr daran, wenn ihr nächste Woche vor dem Christbaum steht, in eine Open-Air-Christmette geht oder einfach mal allein vor die Tür tretet, um zu spüren, wie still es ist. Wie alles gleichsam den Atem anhält und auf das Wunder wartet. Eines lass mich behalten, den Blick in deine Sterne, dass ich das Händefalten nicht ganz verlerne. Wenn ich dich nicht sehe, mach mein Vertrauen groß. Und wenn ich dich manchmal so gar nicht verstehe, lass du mich bittschön, mein Gott, nicht los. Des Lebens und des Leidens Wellen schlagen immer höher heran. Wie sollte der Mensch das ertragen, wenn er nicht mehr glauben, nicht mehr beten kann? Drum, eines lass mich behalten, den Blick in deine Sterne. Dass ich das Händefalten, Hoffen und Staunen nicht ganz verlerne. So wünschen wir Ihnen und euch nun von ganzem Herzen mal etwas ruhigere restliche Adventstage, gesegnete Weihnachten, Gesundheit und Zufriedenheit für das kommende Jahr. Thank you.
Kinderlein. Das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein. Kinderlein von Herrn.